Wir sind heute unterwegs in die Berge, die rund um Chiang Mai sind. Und zwar wollen wir heute mal in so ein kleines einheimisches Dorf hier fahren und wollen mal an einem Fest teilnehmen. Hier ist nämlich so ein Fest, was hier veranstaltet wird. Das ist natürlich weit, weit weg von sämtlichen Touristen oder Touristengebieten. Und lasst euch mal überraschen. Ich werde euch auch mal ein paar Einblicke zeigen, wie die Leute hier wohnen. Also in welchen ärmlichen Verhältnissen die hier eigentlich wohnen. Also ich war jedenfalls teilweise geschockt, in welchen Verhältnissen die Leute hier halt wohnen. Aber seht euch das Video selber an, dann wisst ihr, was ich meine. Und hier, wie ihr an dem Wasser sehen könnt, die Fahrt zu dem Dorf war schon reichlich abenteuerlich. So, als erstes werden wir jetzt gleich nochmal Papayasalat machen und einen Fisch kochen. Ja. Knoblauch. Okay. Chili. Chili, ja. Many or little bit? Many. Okay. Chili. Zucker. Zucker. Ajinomoto. Salt. Und dann alles mit dem Mörser erstmal ein bisschen zerstampfen. Aha. Das ist hier noch so ein Gewürz, um den Gemüsegeschmack ein bisschen hervorzubringen. Und jetzt die Bohnen waschen. This is red inside, ne? Huh? Good. Und die Bohnen nach dem Waschen klein schneiden und auch mit in diesen Mörser hineintun. Tomato? Yeah. Ja, Tomaten. Die Tomaten klein schneiden und auch mit in diesen Mörser rein. Und auch das in diesem Mörser so leicht zerstampfen. Also nicht total Matschepampe, sondern so ein bisschen leicht und auch, dass sich das mit den anderen Sachen da drin schon mischt. Das ist jetzt Tamarinde, die muss also auf jeden Fall in solchen Papayasalat immer mit rein. Und wieder im Mörser alles ein bisschen zerstampfen oder eben vermischen. So, jetzt kommt die nächste Zutat mit rein. Das ist Fischsoße. Samtango. Und natürlich wieder zerstampfen und in diesen Mörser mischen. So sieht es bis jetzt aus da drin. Gurke. Das ist die Papaya? Ja. Ah, Papaya, das ist Papaya. Ja, das wird jetzt auch so in kleine Streifen geschnitten und natürlich auch mit in diesen Mörser hineingegeben. Das ist Papaya before, ja? Yeah? And then cut. Not Papaya. Das ist not Papaya? Ja, yeah, ja. Yeah. Aha. Ja, das sah mir gleich ein bisschen komisch aus, dass das keine Papaya ist. Das ist also wirklich eine Gurke. Und zwar hat das den Grund, normalerweise wächst Papaya hier überall, aber hier in diesem Dorf eben nicht und deswegen wird da auf Gurke ausgewichen. So, wieder im Mörser zerstampfen. Lemon. Oh, Lemon, ja. Yeah. Lemon. Ja, jetzt noch ein bisschen Zitrone oder eben diese Lemon rein und natürlich alles wieder vermischen. And this? Pig. Ah, okay. So, this from the pig, sausage from pig. So, eine Wurst vom Schwein. Ja, schon ist das fertig. Der Papayasalat, der heute mal aus Gurke ist. Peanuts. Jetzt nur noch ein paar Erdnüsse drauf. Ja, hier draußen latschen die Hühner rum auf dem Hof. Und jetzt haben wir auch noch riesig viel Regen hier. Ich hoffe, dass es bis nachher wieder aufhört. So, ja, hier draußen auf dem Hof im Sand wird erstmal Suppe gekocht und hier kommt jetzt noch ein bisschen Hackfleisch mit rein.
Und das hier ist noch getrocknetes Schweineblut, was dann in Würfel geschnitten wurde. Das kommt jetzt auch noch mit in die Suppe rein. Hier neben noch ein kleiner Mini-Grill, wo auch noch Schweinefleisch gegrillt wird. So, bevor die Party heute losgeht, kochen wir jetzt noch ein bisschen Fisch, beziehungsweise ich guck mal zu, wie hier jetzt der Fisch gekocht wird oder auch vorbereitet wird, und das zeige ich euch natürlich jetzt nochmal. What's this, Alisa? Lace, I don't know. So, jetzt aus dem Kühlschrank den Fisch raus. Und hier ist noch eine ganze Menge Gemüse, was teils für die Suppe verwendet wird und teils auch jetzt nochmal klein geschnitten wird und die mit in den Fisch kommen, bevor er eben gekocht wird für den Geschmack nachher. Not sure. Maybe. Wieder natürlich eine Menge Chili, weil die Thailänder lieben alles, was richtig scharf ist. So, jetzt kommen wir mal zu der Zubereitung von dem Fisch. Mal sehen, wie das jetzt gemacht wird. Aber ich zeige natürlich alles schonungslos hier. Erstmal den Fisch nochmal ein bisschen auswaschen und reinigen von innen. Und natürlich die Schuppen abkratzen. Das macht man hier mit dem Löffel. My sister clean and not. Ach so. I don't know she does that. Jetzt das Gemüse klein schneiden, das braucht sie ja jetzt gleich für die Füllung für den Fisch. Und diese Gemüse- oder Kräuterfüllung für den Fisch wird natürlich auch im Mörser erstmal ein bisschen klein gemacht. So, jetzt wird der Fisch nochmal eingeschnitten, weil der wird praktisch gleich in diese Kräuter eingelegt und dann eben gekocht, damit eben der Geschmack komplett in den Fisch einziehen kann. Weiß ich nicht. Oh, hier ist ja jetzt auch wieder wirklich alles drin. Vor allen Dingen aber auch wieder eine Menge von diesen Chilischoten, damit es nachher wieder wirklich beim Essen schön scharf wird, weil scharf, da stehen die Thailänder halt drauf. No. Ja, genau, ordentlich einreiben von beiden Seiten, dann passt das schon. Ich bin nachher mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist jetzt die Vorbereitung für heute Abend. Ja, Fisch Nummer 2 ist jetzt dran und dann geht's weiter mit dem leckeren Kochen hier. Ja, ab in den Topf jetzt mit dem guten Stück. So, unten ist das Wasser drin, oben der Fisch. Das ist eigentlich nicht kochen. Der wird jetzt eigentlich eher, wie nennt sich das, gedünstet. Ne? So, hier jetzt nochmal ein paar extra Kräuter mit rein nach einer gewissen Zeit. Und dann ist er so nach 20 Minuten ist er fertig. Hier ist er fertig, wunderbar. So, dann mal raus mit dem Ding und dann gucken wir mal, wie er ausschaut, ob der ganz gut geworden ist. Oh ja, lecker, lecker, lecker. So, das ist hier der Platz, wo gleich jede Menge los sein wird. Hier wird jetzt gleich das chinesische Neujahr eingeläutet. Das ist eine Feier hier in Thailand und das werde ich euch mal zeigen, was hier los ist. So, die Leute kommen gleich von hier runter. Ja, und das ist mit einer Menge Tanz und Musik. Also seid gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Also das wird hier so gehalten. Das hier ist der erste Festplatz im Prinzip. Das ist der Hof von diesem Haus hier. Und dann geht es von Haus zu Haus. Jedes Haus im Dorf nimmt daran teil. Und es werden also von Anfang bis Ende immer mehr Leute, immer mehr, bis das ganze Dorf, sag ich mal, abgegangen wurde oder jedes Haus besucht wurde. Ja, das sind jetzt die Leute, die kommen jetzt alle hier auf dieses erste Haus zu oder auf den Hof, den ich euch eben gerade gezeigt habe. Und hier sieht man auch schon, ne, jede Generation ist hier vertreten, obwohl es schon, sag ich mal, fast 22 Uhr ist. Aber hier macht jeder mit an so einem Feiertag. Ne? So, und jedes Haus hier macht Essen und hat so einen beleuchteten Baum in der Mitte von dem Hof stehen, wo dann eben die Leute drumherum tanzen.
Aber bleibt dran, das wird nämlich noch spannender. Wir gehen nämlich auch gleich noch mit zu den anderen Häusern und da zeige ich euch dann auch nochmal, ja, wie die Leute leider auch teilweise wohnen. Ne? So, hier Grinau geradeaus, das ist der Bürgermeister von diesem Dorf, der macht natürlich auch mit. Kannst du mal was auf deiner kleinen Gitarre spielen? Die Leute möchten das mal sehen hier bei YouTube. So, hier wird jetzt das gegessen, was heute den ganzen Tag über vorbereitet wurde und natürlich eine Menge Bier getrunken. So, sogar die Kleinsten werden hier mitgenommen. So, das hier ist jetzt schon das nächste Haus und wie ihr sehen könnt, auch hier gibt es wieder was zu essen, Bier trinken, andere Getränke, alles Mögliche. Also verdorsten muss keiner. Ja, was ihr hier seht, das ist im Prinzip die Terrasse vor dem Haus. Ja, das hier ist im Prinzip jetzt schon das Nachbarhaus. Das ist nur so ein Steinwurf entfernt und da geht jetzt die Party natürlich gleich weiter. Ja, hier wurden die Wohnzimmermöbel nach draußen gebracht. So, das ist jetzt hier das nächste Haus und hier gibt es natürlich auch wieder reichlich Getränke. So, hier zeige ich euch jetzt mal das Innenleben von dem Haus. Das hier ist also jetzt hier die Küche. Da gibt es nicht mal einen normalen Boden drin. Das ist also der pure Sandboden. Aber trotz allem, die Leute sind glücklich und zufrieden. So, hier haben wir mal die Toilette. So, und hier oben drüber gleich das Stromkabel. So, wenn du aufstehst, kriegst du gleich einen geblitzt hier. Hm? Da bekommt der Ausdruck beim Scheißen der Blitz getroffen ganz andere Bedeutung. Ja, was der Herr hier macht, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, aber anscheinend ist das auch eine Feuerstelle zum Kochen. Ja, das ist wieder ein Haus weiter und wie man sieht, hier der in der Uniform hier, das, der Bürgermeister, der ist halt immer noch dabei. Ja, wieder ein Haus weiter, wie ihr sehen könnt. Es werden immer mehr Leute. Ich sag mal so, der letzte, den besuchen eine ganze Menge Leute heute Nacht. So, jetzt zeige ich euch nochmal ein Wohnhaus hier. So, das hier, weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist, scheint eine Küche zu sein. Ich weiß nicht, ob das auch so, ja, die Schlafstube hier ist oder was. Ja, hier sämtliche Kleider hier sind hier draußen. Ich weiß nicht, ob das als Kleiderschrank benutzt wird. So, hier in einem weiteren Haus ist einer, der hier Bonbons verteilt hier an die Kinder, die hier alle mitgekommen sind oder die hier heute Nacht eben auch mit unterwegs sind. Ja, von Haus zu Haus wird hier im kompletten Dunkeln gegangen. Die machen hier Licht mit ihren Handys oder mit Taschenlampen und alles unbefestigte Wege eben. So, zu essen gibt es natürlich auch. Oh, schon leer. Ja, weiter ging es und es gibt überall eben was zu essen und zu trinken. So, wie es aussieht, sind diese Damen hier schon mal alkoholtechnisch ganz gut unterwegs. Die haben wohl nichts antrocknen lassen heute hier, wie die aussehen. Ja, und in jedem Haus, was hier besucht wird, wird eben dieser Tanz hier vorgeführt oder vollführt. Und ja, also die wissen auf jeden Fall am nächsten Tag, was sie gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, wie viele Häuser es hier gibt, aber es sind nicht wenig gewesen. Ja, das war mal ein Einblick in eine völlig andere Kultur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fahre jetzt zurück ins Hotel und schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder lasst auch ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Bis dann, ciao, ciao.